Glücklicherweise kauften mir alle ab, dass Frank tot war und ich seine Leiche entsorgt hatte. Und Franks Beerdigung musste ohne Frank stattfinden. Die Mafia organisiert gerne würdige Beerdigungen für wichtige Leute, auf denen sie die untereinander ausstehenden Geschäfte vergessen. Oder die mit dem Toten. Die Verstorbenen werden in ein gutes Licht gerückt. Das ist ein Grundsatz für jeden Gangster. Wenigstens auf einer Beerdigung. So kam es, dass nicht nur Salieri und unsere Männer lange Reden über ihren besten Freund Frank hielten, sondern auch Morello und andere Gangster. Morello und Salieri weinten Schulter an Schulter. Es sah nicht so aus, als wären sie sich noch vor einem Tag fast an die Kehle gesprungen. Frank hätte sich im Grabe herumgedreht, wenn er tatsächlich tot gewesen wäre. Schätze, alles ging ziemlich gut aus. Ich musste mir nur etwas für Franks Familie ausdenken. Salieri wollte natürlich der armen Witwe seines besten Freundes bis an ihr Lebensende zur Seite stehen. Ich konnte ihm schließlich nicht sagen, dass sie sich zurzeit bequem in Europa erholten. Grundsätze einer Mafia. Tom, unsere Probleme sind anscheinend noch nicht vorbei. Der Staatsanwalt, der Frank beinahe umgedreht hätte, gräbt weiter Schmutz aus. Und man sagt, er hat sogar Zeugen. Scheinbar sind der Stadtrat, dessen Sohn ihr erschossen habt, ernsthaft auf Rache. Er ist mit dem Staatsanwalt auf Du und Du. Und wenn wir ihnen nicht auf den Zahn fühlen, werden sie uns Schwierigkeiten machen. Das klingt gar nicht gut. Was viel schlimmer ist, der Kerl traut niemandem. Er hat alle Beweise gegen uns in einem Safe in seiner Villa. Sam und Pauli kümmern sich, während wir hier reden, um die Zeugen. Und du musst diese Beweise beschaffen, Tom. Wie kommen wir daran? Nun, da ist heute eine erstklassige Gelegenheit. Der Herr Staatsanwalt geht nämlich heute Abend ins Theater. Und sonst ist niemand zu Hause. Das heißt, niemand außer den Sicherheitsleuten. Natürlich, aber das Arbeitszimmer ist leer. Die Villa ist im Millionärsviertel. Unser Staatsanwalt ist nämlich nicht gerade arm. Danke, Luigi. Es ist dir überlassen, wie du reinkommst, aber rechne damit, dass um die Villa Wachleute patrouillieren. Sobald du drin bist, hast du es geschafft. Die Villa ist leer. Das Büro des Staatsanwalts ist im ersten Stock und in der Wand müsste ein Safe sein. Dafür nimmst du Salvatore mit. Das ist ein Mann, der praktisch jeden Safe in Amerika knacken kann. Sobald du alle Beweise hast, müsst ihr verschwinden, bevor der Staatsanwalt zurückkommt. Okay, Boss. Wo finde ich diesen Salvatore? Er wartet unten in Hoboken auf dich, an der Ecke beim Stadion. Du kannst ihn auf dem Weg zur Villa mitnehmen. Ich muss dir nicht sagen, wie wichtig dieser Job für uns ist, Tommy. Buona fortuna. Ich tue mein Bestes, Boss. Und Tommy, falls du auf den Staatsanwalt triffst, leg ihn nicht um. Auf keinen Fall. Das macht uns nur noch mehr Ärger. Verlassen Sie sich drauf, Boss. Okay, hol Salvatore an der Straßenecke ab. Die Sache mit Frank hat Don Salieri richtig mitgenommen. Er hat wohl ein schlechtes Gewissen, dabei hat er dazu keinen Anlass. Er musste es tun. Ein ehrenhafter Tod ist besser, als die Familie zu verlassen und sich zu verstecken. Ja. Okay. Hey, Pauli. Hey, Tom! Pauli? Pauli? Ist das Pauli? Nee, es ist gar nicht Pauli. Wer auch immer das ist, naja. Tommy? Ah, ich dachte, du hast ein neues Auto für uns. Hat der aber gar nicht. Das heißt, wir wählen eigenständig. Ich glaube, nehmen wir unser neues Gefährt oder nehmen wir was Schlichtes. Wo wir fahren zu einem, wir sollen ja an einem reichen Viertel da was klauen. Ich glaube, es wäre sehr, sehr auffällig, wenn wir da mit so einer Dreckschleuder kommen. Da müssen wir schon was Gehobenes haben. Natürlich ist Orange nicht die Farbe meiner Wahl, was jetzt heißt, ein Stealth-Auto oder so ein unauffälliges Auto angeht. Aber von der Preisklasse her stimmt schon mal. Mal sehen, ob Vincenzo eine Waffe für uns hat. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Mindestens einen Knüppel müssten wir doch mitnehmen, oder? Ein Schießeisen will ich eigentlich gar nicht. Guten Abend, Vincenzo. Ah. Interessant. Heute ist ein Einbruch geplant, also brauche ich was Unauffälliges für den Job. Tommy, ein Schläger scheint angemessen.
Wenn du einem damit eine von hinten über die Birne ziehst, ist er erstmal außer Gefecht. Nimm doch zur Sicherheit noch diesen 1911er Colt mit. Danke. Ich drücke dir die Daumen, Tommy. Danke, Vincenzo. Das tun wir alle. Zack, zack. Sehr gut. Genau darauf habe ich gehofft, Basie. Na dann, können wir loslegen. Auf geht's. So, da ist ja leider bestimmt Besuch bei reichen Leuten. Das heißt, wir müssen erst nach Hoboken und den Typ abholen. Natürlich ist nachts viel weniger los auf den Straßen. Deswegen können wir uns hier auch einigermaßen schnell bewegen, hoffe ich. Also ich werde jetzt gucken, dass ich mich nicht unbedingt immer an das Geschwindigkeitslimit halte. Jetzt, wo wir auch Autos haben, die es wirklich auch mal brechen können. Wir fahren mal oben rum. Wir nutzen immer den Tunnel. Jetzt fahren wir mal oben rum für die Sache. Einfach deswegen. Und ich finde es auch sehr cool gemacht, dass es nachts keine Musik gibt. Genauso wie ja bei der Sabotagemission, wo wir ja den Wagen sabotiert haben. Und jetzt auch so dieses mysteriöse Spannungsaufbauen oder diese mysteriöse Spannungsaufbauende Stille einfach. Weil man... Ja, sie machen mal was anderes her, als ob es jetzt Musik spielen würde. Und das verbreitet gleich nochmal eine andere Stimmung. Newark. Scheint auch eher gehoben zu sein hier. Ah, da oben steht's. Hoboken geradeaus. Dann fahren wir geradeaus. Steigen wir eigentlich von alleine aus? Packt die Waffen weg, Leute. Ist noch nichts passiert. Hä? Das war ein Vergehen. Sie müssen eine Strafe bezahlen. Okay, kein Problem. Hier ist das Geld. Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Ich auch. Ich hoffe, beim nächsten Mal erwischen sie mich nicht. Aber es war doch klar, dass wir da direkt mit der... Mach dich ab oder ich ruf die Bullen. Ja, wir stehen direkt hinter dir. Okay, sie sind abgebogen. Ah, das war noch Zeiten, wo man sich keine Gedanken um Geld machen musste. Einfach. Ja, einfach von der Familie den ganzen Scheiß bezahlen lassen und fertig. Das war noch relativ einfach. Bei uns hier in Mafia 1. Wird sich vielleicht bald ändern. Okay, wir sind eins zu früh abgebogen, ist aber auch völlig Wurst. So oder so. Kommen wir da heute noch an. Ich lass mal den Begrenzer drin. Ist ja auch völlig egal. Ah, fahren wir halt. Aua. Begrenzt. Jetzt haben wir uns ein Lichtschirm kaputt gemacht. Was natürlich hilft für den Stealth-Einsatz. Gegenverkehr fahren und so. Das ist erstmal alles egal. Alle hops, das war. Und jetzt abbiegen. Und dann sind wir schon da. Ist das unser Mann? Ja. Guten Abend, Chef. Machen wir uns auf. Gut. Wo geht's denn hin? Stell die Beweise gegen die Sonne. So, du knackst also jeden Safe im Land, was? Fast jeden, Chef. Und wie hast du das gelernt? Mein Opa war im Geschäft, ist sozusagen Vererbung. Die Safes werden immer besser, also muss man stets in Übung bleiben. Manche von diesen modernen Safes sind kaum zu knacken. Ich mag so kleine Konversationen, wenn die das machen. Finde ich sehr schön. Bin jetzt auch extra ruhiger, damit... wir weiterhin noch solche Konversationen mitbekommen. Aber ich bin mir nicht sicher, wann genau welche kommen. Naja, quatschen wir einfach mal weiter. Also, jetzt wieder Oak Hill. Da müssen wir wieder hoch.
Diesmal haben wir aber ein Auto, welches die nötigen Pferdchen mitbringt. Ich glaube, das war auch kein Zufall, dass wir hier gerammt wurden von dem einen. Ich glaube, das war von dem Spiel schon wieder so geskriptet. Ich könnte mir das echt gut vorstellen. Ja. Ah, da kommt er doch schon wieder. Naja, wir sehen, mit dem Auto können wir sogar noch beschleunigen. Also, easy going. Hier ist Stau, da fahren wir mal dran vorbei. Weil die alle nämlich hier hochkrückeln müssen. Irgendwie. Da können wir hier mit unserer Bonzenschleuder um einiges besser auftrumpfen. Tempomat wieder rein. Gerade hier in so einer Wohngegend sollte man nicht allzu schnell durch die Gegend heizen. Denn je schneller man ist, desto weniger ist das Ding natürlich auch unter Kontrolle. Das sollte man nie vergessen. So, da sind wir nun. Da ist das kleine Türchen. Okay, da wären wir. Uns mal los. Er folgt uns, okay. Er ist abgeschlossen. Kannst du das machen? Kriegst du es auf, Salvatore? Wird's versuchen, Chef. Ich finde es irgendwie cool, dass er uns Chef nennt. Warum auch immer. Hier steht natürlich Schmiere. Hast es? Alles klar, Chef. Sehr geil. Ah, Cutscene. Was ist Cutscene? Also, speichern. Sei leise und tu genau, was ich dir sage. Okay, zuerst mal einen Überblick verschaffen. Er blickt hier rüber. Dort oben patrouilliert jemand. Da kommt auch jemand angelaufen. Wir verstecken uns erstmal hier bei der Statue. Mit dem Basie. Kann ich ihm auch sagen... Warte hier. Das geht. So, der da hinten läuft hier also seine Runden. Frage ist, läuft der auch hier eine Runde vorbei oder biegt der ab? Also das ist jetzt eine Stealth-Mission und deswegen ist... Ich werde mir mehr Zeit nehmen. Jetzt raucht er sich da erstmal ein. Ich werde die Sache, die Leute ein wenig erkunden und beobachten und so weiter und so fort. Okay, hier können wir nicht langlaufen. Er raucht sich da jetzt gemütlich ein. Ich werde das Ganze beobachten und so wie es gemacht werden sollte... Schön, ruhig, bedacht. Die ganze Sache. Wir müssen es nur merken, wo wir den Zapadore abgeparkt haben. Ist hier noch jemand? Was? Alter, was? Wieso? Hä? Er dreht... Naja, egal. So. Das heißt, sei leise und tu genau, was ich dir sage. Ah, da steht's auch. Du kannst mit Salvatore reden und ihm warte und mir Nachbefehle geben. Dann komm mal hierher. Warte hier. Und jetzt warten wir, bis der hier vorbeikommt. Und wenn er dann raucht, dann hauen wir den aus den Latschen. Das haben wir ja schon beobachtet. Okay. Das war eigentlich schon fast klar. Ist mir gerade auch so eingefallen. So unauffällig ist das gar nicht, wenn er da so offensichtlich steht. Sei leise und tu genau, was ich dir sage. Dann komm mal her. Warte hier. So. Wir wollen natürlich so lange wie möglich unentdeckt bleiben. Ich hoffe, das klappt. Lauf einfach vorbei. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Oh nein. Niemand sieht mich. Nett. Aber... Vorerst
Nein, okay. Ich werde es versuchen, so nach und nach die ganzen Wachen auszuschalten, damit wir eventuell hinterher keine Probleme mehr haben. Und dann werde ich erst den Salvatore wieder ranholen quasi. Da stehen zwei. Okay, wie ich die auseinanderkriegen soll, weiß ich nicht. Außer die hören gleich auf zu quatschen und bewegen sich. Versuchen wir hier dran vorbeizulaufen. Wir müssen einfach erstmal nur rein. Das ist ja vorerst das Hauptziel. Aber den da vorne würde ich gerne auch ausschalten, weil ich gerade halt auch auf Anhieb weiß, wie das geht. Ihn da, der die ganze Zeit darüber guckt, über den Pavillon. Und sich selber mit der Pumpgun absticht. Und jetzt schlaf. Okay. Das war das. Jetzt holen wir uns mal den Salvatore. Mir nach. Wir gehen jetzt hier außen rum. Wie gesagt, auf der anderen Seite haben wir schon zwei gespottet. Mal sehen, wie es hier aussieht. Da hinten läuft einer seiner Runden. Ich hoffe, der kommt hier nicht lang. Ich glaube, wir sind nicht schnell genug dafür, ne? Ganz ruhig. Okay. Huch, Licht geht an. Warum geht da Licht an? Hast du was gemacht? Hast du was gemacht? Sieht sie uns? Natürlich ist die Haushälterin zu Hause. Okay. Der würde ich ungern einen über die Rübe ziehen. Kommen wir hier lang? Das Problem, was sein wird, ist, sie wird uns vielleicht verraten. Mach doch Licht aus. Ich habe gerade keine Ahnung, wo wir sind. Schickes Zimmer eigentlich. Ist es das hier? Nee. Abgeschlossen. Ah, ein Weg nach oben. Nach oben müssen wir ja. Ich glaube, das Schlauste wäre, Salvatore also Salvatore, ich nenne immer Dore, ich weiß nicht warum, irgendwo abzuparken, den kompletten Weg freizuräumen und dann ihn dann halt holen. Sieht eigentlich schon gut aus. Überall die Schritte. Ist das Schlafzimmer? Warten, bis die Schritte rüber vorbei sind.
Warte hier. Mir nach. So, komm her, Tür zu. So, hier. Oh, das hat sogar noch ganz gut funktioniert. Jetzt ich hab gedacht, zeig mal, was du kannst, Salvatore. Ich hab gedacht, okay, Chef. Die Haushalterin. Ja, die Haushälterin, die reitet uns rein. Und die ganzen Schritte überall. Ich habe hinter jeder Tür einen vermutet. Licht lassen wir natürlich aus. Es würde ihnen zwar die Arbeit erleichtern, aber wenn die Leute da draußen sehen, wie Licht im Büro ist, während der Chef nicht da ist, es kommt vielleicht nicht so gut. Und ich bin natürlich die ganze Zeit ein wenig ruhiger. Ihr wisst ja warum, ne? Ist ja, ne? Ich, ja. Teufel! Besser, wir verschwinden schleunigst, Salvatore. Schon erledigt, Chef. Ein Kinderspiel. Alles in Ordnung, Boss. Ah, jetzt ist er gerade nach Hause gekommen und sagt, alles in Ordnung, wir dürfen ihn nicht umlegen. Und wir müssen aber schnell raus. Wir müssen irgendwie schnell raus. Wir nehmen den gleichen Weg, den wir genommen haben. Ah, Moment. Ich bin gerade aus dem Spiel rausgetappt, aus Versehen, und das Spiel ist abgeschmiert. Wir sehen uns gleich wieder. So. Hallo. Da sind wir wieder. Ah, guck mal, Dokumente aufgehoben. Die haben wir schon ganz vergessen. Die kommen jetzt wieder nach Hause. Und ja, wir versuchen auf dem gleichen Weg abzuhauen, wie wir gekommen sind, obwohl das, glaube ich, keine gute Idee ist. Wir gehen mal ins Badezimmer. Und warten, bis er ins Arbeitszimmer geht, weil ich glaube, das ist das, wo er jetzt hin möchte. Denke ich mal. Die Frage ist auch, ist jetzt der Stand gespeichert? Der Safe ist noch offen, ne? Wenn er im Arbeitszimmer ist, weiß er, dass hier was schief läuft. Oh Mann, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Okay, wir haben den Basie noch. Oh oh. Verdammt, geh aus dem Weg. Sie hat uns gerade gefunden. Kommen wir hier raus? Okay, sie hat uns gefunden. Aber wer weiß, wie schnell sie Alarm schlagen kann. Da steht einer. Da sind die beiden wieder, die sich die ganze Zeit unterhalten. Okay, wir könnten Glück haben. Er liegt noch sehr gut, das hat sich das Spiel gemerkt. Dann könnten wir jetzt Glück haben und hier einfach verschwinden. Salvatore, kommst du? Salvatore? Ah. Ich hatte jetzt Angst, wir haben ihn irgendwo drin gelassen. Das wäre echt doof gewesen. So, ganz langsam, nichts überstürzen. Ruhig nochmal umgucken, vielleicht ist ja der ein oder andere wieder aufgestanden. Da wurden wir gesehen. Jetzt hat die Haushälterin Bescheid gesagt. Okay. Aua! Shit. Na, ich wollte gerade schießen. Ich wollte warten, bis. Ah, das ist so nervig, dass der so. Dass der so langsam nur hinterherkommt. Ja, ja, bla bla. Das ist so nervig, dass der nicht nachkommt. Weißt du, was ich meine? Wir hätten ja locker
Tür zu, Tür zu. Warum geht die Tür nicht zu? Wir hätten schon locker weg sein können. Salvatore, mach das Auto auf. Wird's versuchen, Chef. Beeil dich. Wir sind entdeckt worden. Alles klar, Chef. Cool. Das wusste ich gar nicht, dass wir den stellen können, den Silver Fletcher. Krass. Sieh mal an. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. So, welche Richtung müssen wir rausfahren? Wahrscheinlich die andere, ne? Was ist passiert? Das Spiel ist abgestürzt. Na, ich hoffe nicht schon wieder so ein Bug. Wir sehen uns gleich wieder. So. Ja, hallo, da sind wir wieder. Wir haben das Ding genommen. Wir machen jetzt hier die Tür auf. Wir machen hier die Tür zu. Okay. Dann warten wir hier, bis die da vorbeigelaufen sind. Machen jetzt auch erst Licht an. Gehen da vorbei. Er kommt hier hoch und geht dann in sein Schlafzimmer. Wir warten also, bis wir das Lichtschalter klicken hören. Warte hier. Mir nach. Ah, verdammt. Mach die Karre auf. Salvatore, mach das Auto auf. Jetzt hat er... versuchen, Chef. Okay, hier können wir rausfahren. Aua. Ja, der war dann im Arbeitszimmer und hat gesehen, oh mein Gott, was ist hier passiert? Alles klar, Chef. So, Rainer. Und ich hoffe, das Spiel stürzt jetzt nicht wieder ab. Vielleicht war es auch gar nicht beabsichtigt, dass man das Auto hier stehen soll. Und dass deswegen das Spiel abgeschmiert ist. Ich habe jetzt natürlich wieder Angst, dass es so ist wie vorher. Wir werden mal sehen. Tschüss. Das tust du zum letzten Mal. Ich hoffe auch. Bitte nicht abstürzen, bitte nicht abstürzen, bitte nicht abstürzen. Bitte nicht abstürzen. Oh, Gott sei Dank. Und wir haben es relativ... Setz mich zu Hause ab. Ich wohne auf der anderen Seite beim Stadion, fast dort, wo du mich abgeholt hast. Boah, Freunde, ich hatte jetzt wieder richtig Angst, dass es einfach immer wieder abschmiert. Zum Glück geht's. Zum Glück. Eieiei. Moment, ich war abgeleckt. Wir hätten... Nee, geradeaus war richtig. Okay, wie gesagt, cool. Ich wusste nicht, dass wir das Auto stehlen können. Das ist das Auto des Staatsanwalts. Coole Sache. Ah, ich mag diese Stealth-Mission, aber irgendwie, das ist... die kannst du halt auf verschiedene Arten lösen. Entweder, so wie wir, relativ gut, also was heißt gut, also unauffällig, dann läufst, gehst halt rein, holst dir die Beweise und gehst raus und guckst, dass das halt keiner mitbekommt. Oder du knallst halt von Anfang an, versuchst die ganzen Wachen wegzuballern, sodass du halt hinterher kaum noch Probleme hast, einfach rauszulaufen. Auch wenn du entdeckt wurdest. Das sind so die zwei Sachen, die hier so möglich sind. Denke ich mal. Und ich bin froh, dass wir es so versucht haben, gemacht haben. Und dass wir ohne viele Tote ausgekommen sind. Ich glaube, einen haben wir erschossen, weil ich... nicht mehr, also weil ich gedacht habe, dass wir den, also nicht mehr gedacht habe, dass ich den noch
von hinten einen überziehen hätte können. Deswegen habe ich den dann weggeschossen und die anderen, an denen sind wir dann vorbeigefahren. Das war ganz gut. So, ihn können wir hier gleich absetzen direkt. Und dann können wir auch direkt mit Vollgas nach Hause fahren. Wahrscheinlich wieder bei Lukas vorbei, ich bin mir da gar nicht so sicher. Vielen Dank. Kein Problem, ich danke dir, mein Freund. Ich hoffe, nächstes Mal wird's ruhiger. Heute habe ich mir fast in die Hose gemacht. Das hoffe ich auch. Ruh dich jetzt aus. Ja, zum Schluss war schon knifflig. Okay, Fahrer zu Salieris Bar. Machen wir doch glatt. Ja, zum Schluss ging's da nochmal heiß her. Aber wie gesagt, relativ glimpflich das Ganze gelöst. Mein Herz, ich bin tatsächlich aufgeregt gewesen, weil man hört ja die Schritte, man hört das Licht klackern und so. Man weiß aber nie, wo sich jetzt gerade befindet, lalala. Deswegen. Ich glaube, das war eigentlich auch eine relativ gute Möglichkeit, also eine Lösung, die wir da gefunden haben, dass wir da direkt ihn aus dem Flur haben gehen lassen und danach dann direkt abgehauen sind, mehr oder weniger. Ich glaube, das war schon eine Lösung, mit der wir alle haben leben können. Warum hupst du denn? Wir fahren mal ohne Tempomat. Wir wollen einfach nur noch schnell nach Hause. Und uns einen Whisky auf diese ganze Aufregung trinken. Natürlich immer mal wieder das Auge auf dem Radar schmeißen, ob Polizisten in der Nähe sind. Autos, Fußgänger sind eher uninteressant. Die können wir relativ gut umfahren. Aber hier sind wir wieder viel zu schnell gewesen. Gerade für die Kurve hier. Naja. Auf geht's. Auch hier gerade mit dem Backup, da fährt man mal schnell zu schnell. Und dann das Fahrzeug unter Kontrolle bringen ist immer so eine Sache. Aber gefällt mir sehr gut, dass wir das Auto stehlen konnten. Ich frage mich gerade, ob es eine Mission, wenn wir die jetzt nicht gestehlt hätten, ob wir dann eine Mission gehabt hätten von Luca, wo wir das Ganze, also das Fahrzeug dann hätten stehlen können. Weißt du, was ich meine? Weiß ich gar nicht. Aber keine Ahnung, muss ja auch nicht sein. Wir bringen auf jeden Fall das Auto nach Hause. So. Ah, endlich. Huch. Nein. Das könnte ein wenig dauern. Darauf erstmal ein Drink. Hi, Ruffy.